Der Vorschlag der AfD ist ja, die Transparenz zu erhöhen der Beteiligung von Parteien an den Medienunternehmen. Und dazu muss man sagen, haben sie ja einige Vorschläge. Es wurde schon einiges gesagt. Sie wollen die Möglichkeiten in Rechenschaftsberichten ausweiten. Aber sie wollen, und das finde ich ja besonders schön, im Wettbewerbsrecht einen Warnhinweis für die Bürger verankern, dass quasi die Presseerzeugnisse, die Zeitungen, wo Parteien beteiligt sind, dann, so schlagen sie es vor, folgenden Warnhinweis drucken an Artikel. Ich zitiere das mal aus Ihrem Antrag: redaktionell aufbereitet von Unternehmen X, ein Unternehmen mit Beteiligung der ABC-Partei. Also ein Warnhinweis, die AfD als Servicepartei. Da fragt man, braucht man das eigentlich? Braucht man das? Ich werde es Ihnen nachher noch sagen. Braucht man jetzt den Warnhinweis? Sie haben das Redaktionsnetzwerk Deutschland kritisiert, Herr Brandner. Das wird von der Matzak-Gruppe, ist einer der größten Anteilseigner, über 50 Tageszeitungen. Und dann sagen Sie, ja, das ist jetzt alles so ganz schlimm für unsere Mediendemokratie. Da habe ich mich dann mal gefragt, diese Unternehmensbeteiligung der SPD, führen die denn dazu, dass jetzt alle nur so toll über die SPD schreiben? Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur mal zwei Schlagzeilen aus der Berichterstattung des Redaktionsnetzwerks Deutschlands. SPD-Parteitag, es ist kein Aufbruch zu spüren, oder bald nur noch einstellig. SPD sackt in Umfragen auf 11% ab. Also Jubelpresse ist das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen muss man mal sagen, auch wenn Parteien beteiligt sind an Medienunternehmen, schreiben und berichten sie trotzdem objektiv. Aber das stört sie ja gar nicht, ob jetzt gut oder schlecht über die SPD berichtet wird, sondern sie stört ja, dass so schlecht über die AfD geschrieben wird. Und da fragt man sich, woran liegt das eigentlich? Dafür kann es ja mehrere Gründe geben, weshalb schlecht über die AfD geschrieben wird. Ein Grund könnte sein, und Herr Brandner, das ist wahrscheinlich Ihre Idee, es gibt die große linksgrüne Altkartellparteienverschwörung, deren wegen schlecht geschrieben wird über die AfD. Ich glaube, es ist ein anderer Grund. Über Ihre Politik wird schlecht geschrieben, weil sie schlecht ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber was mich wirklich stört, liebe Kollegen, ist Ihr Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit. Weil Ihr Verständnis impliziert nämlich, dass Sie glauben, aus Ihrer Freiheit alles zu sagen, folgt eine Pflicht der anderen, Ihnen zuzustimmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, aus dem Recht, etwas zu sagen, folgt eben nicht die Pflicht zur Zustimmung. Und deswegen sage ich, wenn Sie immer über die Medien reden, Sie wollen hier die letzten Verteidiger, aufrechten Verteidiger des Vaterlandes sein, dann seien Sie bitte im Umgang mit den Medien nicht so verdammt mimosenhaft, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und was dann wirklich nervig ist, ist diese Doppelmoral in der Diskussion. Das wurde schon gesagt, Sie tun hier so, als sei es das größte Problem, dass man, um die Medienbeteiligung der SPD zu finden, mal einen Wikipedia-Artikel bemühen muss und dass man dafür 5 Minuten Rechercheaufwand braucht. Da tun Sie so, als wenn das das größte Transparenzproblem sei. Und gleichzeitig verlieren Sie, und das klang in der Debatte an, über Ihren Deutschlandkurier und über diese undurchsichtigen Beziehungen dazu nicht ein Wort. Und ich will Ihnen mal eines sagen. Dieser Deutschlandkurier, Ihre Presseerzeugnisse, diese Beziehung, die Sie dort haben, das ist eigentlich die größte intransparente Aktion in der Parteienfinanzierung der letzten Jahre. Und deswegen solchen Kampfblättern und ihrer Finanzierung aus dem Ausland, den muss man den Kampf ansagen. Und deswegen diese Doppelmoral hier, das passt doch alles nicht zusammen. Und mein Tipp wäre zukünftig vielleicht auch ein Warnhinweis für solche Debatten. Vorsicht, Kernzeitdebatte, Rüpel Brandner rumpelt sich wieder zum eigenen Tor. Das ist Ihnen gelungen. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank. Neben Zusammenfassungen von Bundestagsdebatten zeigen wir euch hier bei dir da oben einzelne Statements von Abgeordneten aller Fraktionen, die wir für besonders spannend halten. Damit wollen wir zeigen, wie groß das Meinungsspektrum im Bundestag ist. Die Aussagen der Abgeordneten spiegeln dabei natürlich nicht unbedingt unsere eigene Position wider. Hier findet ihr direkt noch einen Ausschnitt. Hier gibt es ein weiteres spannendes Video aus dem Funknetzwerk. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren.